Etliche Experten sind ja schon zu Wort gekommen im Fall Jörg Kachelmann. Frauenaktivistin Alice Schwarzer etwa. Da ist aber noch jede Menge heiße Luft nach oben. Ist Lothar Matthäus eigentlich schon ins Auge gefasst worden? Der wieder mal Ex ist doch nie um einen fachmännischen Kommentar verlegen. Was ist mit Charlie Sheen? Wenn einer Ahnung von Frauen hat, dann doch der. Oder Dieter Bohlen, stimmt doch. Boris Becker, Franz Beckenbauer, Daniel Kübelböck. Alles Kerle, die wissen, wo der Hammer im Pfeffer begraben liegt. Jesse James, der Ex von Sandra Bullock. Und natürlich Tiger Woods, der muss auf alle Fälle seine Kachelmeinung abgeben. Selbstverständlich muss das Thema von allen Seiten beleuchtet werden. Da dürfen die Einschätzungen von Paris Hilton nicht fehlen. Die einstige Verona Feldbusch soll sprechen. Auch diese andere, die ist nicht ganz so weit. Nadel sowieso. Wo ist die eigentlich abgeblieben? Und was sagen Dolly Buster und Britney Spears, obwohl, wer will das eigentlich wissen? Da wäre doch die Meinung von Marilyn Monroe weit wertvoller, oder? Ja, und die von Charles Manson, wie auch Marilyn Manson, Ozzy Osbourne, warum nicht O.J. Simpson und Homer Simpson? Und wo bleiben die Beiträge von Graf Dracula, Pittiplatsch und Stadtriechen? Siegfried von Xanten und hintendrein Hagen von Tronje, Lollek und Bollek, Captain Blaubeer, Al Bundy, Hase und Wolf, Schneeweißchen und Rosenrot, Ritter Runkel und die Diggedachs, Herr Fuchs und Frau Elster, Sodom und Gomorra, der kleine Maulwurf, der kleine Muck, Hänsel und Gretel, Josef Fritzl und der Kannibale von Rotenburg, Walter von der Vogelweide, Jack the Ripper. Sie alle sollen reden. Nur der Kachelmann soll endlich mal seine Klappe halten.